Hallöchen. Du hörst nichts? Moment. Mikrofon, meins geht. Ah ja, wie das übliche Spiel fängt an, ob ihr mich hört. Ich höre alles, jawohl. Dann ist bei dir was mit dem Lautsprecher, Linda. Alles klar. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin so ein bisschen, sagen wir mal, echauffiert, weil ich habe heute Mittag gedacht, jetzt suche ich eine Überleitung für das Seminar. Und weil ich keine wusste, habe ich mein Büro mal aufgeräumt. Und dabei habe ich mein Luftgewehr gefunden. Und dann habe ich noch so gedacht, als ich den Lauf sauber machte, man soll ja noch aufpassen, dass so ein Gewehr nicht geladen ist, gell? Und ja, das Resümee ist einfach, man soll immer noch mal nachschauen, gell? Weil nämlich, als ich den Hahn sauber gemacht habe, ist die Kugel dann so an meinem linken Ohr, ich glaube, es war das linke, jawohl, hier vorbei in die Decke. Und da steckt jetzt die Kugel in der Decke. Das also als Ermahnung immer noch mal nachschauen. Genau deswegen besprechen wir heute die Dunkelfeldmikroskopie, weil in allen Lebenslagen, die irgendwas mit Gesundheit oder Krankheit oder Fitness zu tun haben, können wir letztendlich das Dunkelfeld zu Rate ziehen. Ich nenne es deswegen die sprechenden Bilder, also Bilder, die mit uns sprechen. Ein kurzer Hinweis für die Anwälte. Erschossen hast du dich aber nicht, nein. Ich sage jetzt mal Gott sei Dank, aber die Überleitung ist gelungen. Ein rechtlicher Hinweis für die Anwälte: Die Analyse von Blut unter dem Dunkelfeldmikroskop ersetzt auf keinen Fall eine medizinische Diagnose. So, ich habe ja also etwas, was ihr auch haben oder beziehungsweise nutzen könntet. Das Dunkelfeldmikroskop. Ich nenne es Dolmetscher-Dummy. Nicht, weil es dumm ist, sondern mit einem M. Wegen Dunkelfeldmikroskop, ich überlege gerade, ja. Weil es uns aus der schwierigen Medizinsprache die Bilder in die unsere Sprache übersetzt. Gewissermaßen ein Freund und Ratgeber. Dummy erklärt, wie der aktuelle Zustand des Blutes der weißen und roten Blutkörper ist. Ihr sagt dann, das ist aber ein bisschen wenig. In der Realität ist das unheimlich viel, weil das Blut ist nicht nur Sauerstoff- und Nährstoffversorger, sondern auch das große System der Pufferung, Reinigung, Reparatur, ne, die Thrombozyten, das Fibrin und Information. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass die ganze Logistik des Körpers natürlich vom Blut und von seinen Informationen abhängig ist. Daraus resultiert, wir erkennen die Organisation des Blutes, der Software des Körpers. Wir interpretieren aus den Bildern, wie die Zellen arbeiten, also die Immunzellen und die roten Blutkörperchen, dadurch natürlich auch die Körperzellen, die dadurch davon ja ernährt werden und organisiert werden. Wie der Informations- und Organisationsgrad also ist von Körper und Psyche, die Flexibilität, die Reaktionsfähigkeit des Körpers und seiner Regulationssysteme, aber auch wie Krankheiten entstanden sind und vor allen Dingen auch drohende Gefahren aufdeckend. Ich habe unheimlich viele Blutproben gesehen, wo man letztendlich nur mal zur Überprüfung reingeschaut hat und sieht da dies und jenes, was einen sofort dann zur Reaktion eventuell brachte. Wir kontrollieren auch eben, das habe ich schon gesagt, die Reaktionsfähigkeit und die Schnelligkeit der Systeme. Es ist vollkommen unterschiedlich, wie schnell sich was verändern kann, je nachdem auch, wie die Maßnahmen gesetzt werden. Und ganz wichtig, das Dunkelfeldmikroskop zum Vorbeugen. Wie wir also Erkrankungen im Frühstadium bremsen, bei Erscheinen behandeln, therapieren und wie der Körper auf unsere Aktionen reagiert. Logisch. Diese Aktionen können natürlich vielfältiger Natur sein.
Letztendlich erhalten wir Informationen über die Systeme des gesamten Organismus und der mentalen Verfassung. Du wirst zum Regisseur oder ich oder wir zusammen, je nachdem, wie wir es schaffen, die Bilder des Dunkelfeldmikroskops für unsere Erklärung und Kommunikation zu verwerten. Dummy macht frei, weil wir einen eigenen Eindruck über den aktuellen Zustand der Software, also der Organisationsprogramme eines Organismus erhalten. Auch, das geht sehr weit, also auch nach Schockdiagnosen. Wenn man plötzlich was hört, dass ein Mensch oder ein Hund oder irgendwas, was so richtig sowas Lateinisches plötzlich als Diagnose hat, dann können wir uns aus der Schockstarre schön befreien, indem wir einfach mal nachschauen, woran könnte das liegen oder was können wir denn erstmal jetzt machen? Die Aktion nämlich der weißen und roten Blutkörperchen beobachten und Schlüsse daraus ziehen. Das ist extrem wichtig. Wenn wir nämlich die weißen Blutkörperchen schön aktiv sehen, ist das eine vollkommen andere Botschaft, wenn wir sehen, wie denaturiert die sind und eventuell sogar auch warum. So, wir erwerben uns dadurch auch die Freiheit, eventuell von Pillen oder von Medikamenten, die wir nicht unbedingt jetzt nehmen wollen oder vielleicht sogar nicht müssen. Blutdrucksenker, Fragewerst, da gibt es viele Beispiele. Ein Blick ins Dunkelfeldmikroskop gibt uns Hinweise, wie wir das sowas vielleicht ummünzen können in natürliche Präparate oder vielleicht sogar ganz vermeiden. Durch Ernährungsveränderungen zum Beispiel. So, ich denke mal, ihr hört mich noch. Jawohl. Wir müssen auch durch das Dunkelfeldmikroskop nicht unbedingt so viel Fehler machen, durch blinde Befolgung von Dogmen, das Dogma, der Lehrsatz oder Leitfäden. Könnte auch manchmal sagen, Leitfäden. Zum Beispiel Ernährung. Ja, früher, es gab eine Zeit bei mir, das war noch nicht so lange her, da hat man das Eiweiß verteufelt. Es gab Studien, die von Eiweiß und viel Eiweiß kriegt man Krebs. Zurzeit kursieren genau die gegensätzlichen Studien, dass eben Kohlenhydrate Krebs verursachen und so weiter. Und mir persönlich hat das Dunkelfeldmikroskop sehr, sehr, sehr viel immer wieder neue Informationen gebracht, was an diesen Sätzen dran ist oder auch eben nicht dran ist. Und vor allen Dingen, es individualisiert. Ne? Leitsätze sind für alle. Und da kannst du 3 Jahre warten, da sind die schon wieder vollkommen anders. Aber das Dunkelfeldmikroskop gibt uns ein individuelles Bild der Situation. Dann auch, wenn jetzt zum Beispiel die Frage ansteht, muss man bei einem Hund oder bei einem Menschen Chemotherapie machen oder kann man was anderes machen? So, da gibt es Sätze, du musst, ne? Das andere kannst du gerade vergessen. Ja, das Dunkelfeldmikroskop sagt nicht genau, was wir tun müssen, sondern es gibt uns Hinweise, was wir erkennen können und was wir vielleicht selber zu dem ganzen Gesundungsprozess vielleicht sogar beitragen können. Manchmal sind es Kleinigkeiten, bestimmte Heilpilze oder Nosoden oder vielleicht ganz einfach Vitamin B12, weil das Blut ansonsten verklumpt ist. Und dann dreht sich es einfach nicht mehr um die Frage, machst du das oder das beim Hund, beim Mensch, beim Meerschweinchen, sondern was kann ich erstmal selber tun? Was kann ich dann kontrollieren? Das heißt, ich bin nicht mehr so abhängig von diesen riesigen Dogmen, die uns dann letztendlich auch sehr in unserer Entscheidungsfreiheit einschränken können. Die stärkste Medizin ist die ohne Medizin. Wozu gibt es also das spezielle Dunkelfeldmikroskop? Es ermöglicht die schnelle und präzise und bildhafte Untersuchung des lebenden Blutes. Das bleibt also auf dem Objektträger am Leben eine gewisse Zeit und seiner Bestandteile. Ferner seine Dynamik, seine Bewegung und Beweglichkeit und seine Entwicklungsfähigkeit. Das heißt, es gibt uns Informationen, wenn wir am zweiten Tag zum Beispiel reinschauen, ob das Blut jetzt schon abgestorben ist oder ob das sich vielleicht sogar in seiner Konstitution verbessert hat. Das gibt es auch. Die Probe kann verschickt werden, über weite Entfernungen. Und auf den speziellen Objektträgern bleibt das Blut eben, das habe ich schon gesagt, einige Tage lebendig, wenn es gut geht. Dadurch können wir Milieuentwicklungen studieren.
Andererseits erlaubt die Lichtführung, also das Licht hier, was da durchkommt, die Art, dass die Blutkörperchen, die roten und weißen, in ihrer Struktur und Vitalität ebenso wie sämtliche anderen eventuell belastenden oder verunreinigenden Substanzen selbst leuchten und dadurch genau analysierbar sind. Ja, also alles, was wir sehen, erscheint in seinem Licht oder sogar in seinem Charakter, dieses Licht zu klauen, zu verändern, zu resorbieren und dadurch auch das körperliche Zeichen zu geben, dass das körperliche Licht dem Körper eben auch in bestimmter Weise verändert wird oder verloren geht. Warum? Wie kann das sein? Das Dunkel fällt, gibt uns einer leicht erlernbaren. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, oh Scheiße, das ist aber sowas von fachchinesisch, sondern es ist halt leicht erlernbar. Ich habe das ja auch nicht studiert. Ich habe ein Seminar, zwei Seminare besucht. Und dann habe ich mich am ersten Mal geärgert darüber, dass ich nichts kapiere und dass da so ganz komische Dinge gesagt wurden. Und mit der Zeit habe ich das immer mehr schätzen und schätzen gelernt. Und inzwischen mag ich es halt unheimlich. Und das ist aber auch deswegen, weil wir darüber alle sprechen können. Wir müssen uns halt ein bisschen Mühe geben zu verstehen, was wir da sehen. Aber letztendlich kann ich mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir alle zusammen auch eine Art Verständnisraster aufbauen können. So. Das ist jetzt natürlich schon mal ganz schön, dass wir einiges erkennen können. Aber das Wichtige daran ist eigentlich, dass wir erst recht analysieren können, was wir eben tun können für den Körper in seiner Situation und seiner Organisation eben und ganz nur mit Vitalstoffen, also mit natürlichen Substanzen und ganz wichtig mit Ernährungsmodifikation. Ja? Verdrecktes Blut, belastetes Blut kann eventuell schon gereinigt werden durch 3 Tage Fasten. Das Ziel unserer Aktion ist ja neben der sauberen und ungestörten Blutzusammensetzung und Dynamik, Beweglichkeit, die Wiederherstellung der Zell- und Mitochondrienfunktion. Mitochondrien wisst ihr alle inzwischen aus meinem Gelenkseminar. Das sind halt die Kraftwerke der Zellen und die Zelle selbst in ihrer Struktur, logisch, die dann eben durch das Blut auch ernährt wird und gereinigt, wodurch die Eigenregulation saniert werden kann. Letztendlich resultiert, da hat einer gefragt, warum ich so komisch quatsch. Ich habe nämlich in meinem zarten Alter jetzt eine Zahnspange. Im Licht des Dunkelfeldmikroskops erkennen wir also die Bestandteile und die Funktionalität des Blutes. Und das ist überhaupt das Wichtigste für das Verständnis darüber, was der Organismus gerade tut, wie er organisiert ist und wie die einzelnen Zellen funktionieren und aufgestellt sind. So, jetzt hat sich das aber mit der ganzen Theorie. Was sehen wir denn jetzt? Was folgern wir daraus? Das sind rote Blutkörperchen. Ich hoffe, ihr seht das alles hier. Das sind rote Blutkörperchen. Ja, so schön rund und so sollen sie sein. Zweitens, das sind weiße Blutkörperchen. Sauber, das sind die Granula. Das ist als vollkommen normal. So sehen denen die aus. Und prima, danke. Und im Mikroskop kommt eben dazu, dass man eben diese Beweglichkeit und Tätigkeit der weißen Blutkörperchen auch sehen kann. Die sind also blau flirrend und flitzen dann durch die Gegend, naschen hier an einem Dreckhaufen oder an einem radikalen Feld und hier reinigen sie ein rotes Blutkörperchen und so weiter. Das heißt, die sind vollkommen normal. Auch die roten Blutkörperchen. Was wir aber letztendlich auch sehen, ist das, was wir nicht sehen, nämlich kein Dreck drin. Ne? Keine Symplasten, keine Verunreinigung, keine radikalen Felder, sondern so muss das Blut sein. Keine Gase übrigens auch, sondern und die Blutsäule sollte eben geschlossen sein. Das heißt, keine Hohlräume und keine Lichträuber, keine Verkalkung und so weiter. Die zwei Wolken, das sind keine Wolken, das sind die weißen Blutkörperchen. Und das ist ganz normal. Das ist gar nichts, kein Befund oder so. Das sind total hundertprozentig sauber, gibt es kein Blut. Und was es jetzt genau ist, weiß ich jetzt nicht. So, aber im Gegensatz dazu sind das eben hier, was wir sehen, Verunreinigungen. Solche Schlacken,
die umso gefährlicher sind, je mehr Licht sie wegnehmen und zweitens, je mehr Farbe sie zeigen. Ja, man ordnet dann, das ist jetzt zu viel, das sage ich nicht, aber man ordnet dann eben die verschiedenen Farben auch den Beschädigungen der Organsysteme zu. Hier, das sind solche gigantischen Schnackenfelder neben verklebtem Blut, Lichträuber, belastende Substanzen, die sich ja natürlich auch im Körper überall ablagern können. Ja, Arteriosklerose oder Fibromyalgie, Bindegewebsverhärtung und so weiter. Auch übrigens Tumoren können solche Gebilde provozieren bzw. zu Schmerzen und anderen Dingen führen. Aha, hier sieht kein großer Pointer. Ja, okay. Ja, seht ihr jetzt ein? Jetzt seht ihr den. Ne? Das sind also die Schlacken hier. Dankeschön. Danke, Ulrike. Jawohl, jetzt ist er da, genau. Hier, das habe ich mit der Schlacke beschrieben. Und das sind, braucht ihr euch nicht alles merken. Das ist nur jetzt ein Beispiel, grobes Beispiel für Verunreinigung. Das sind richtige Fasern, Faserelemente, die aus kaputten Lymphozyten und weißen Blutkörperchen entstehen, ne? Die richtig so Material bilden im Blut, was natürlich auch zu fiesen Ablagerungen führen kann. Und solche Schlacken hier, die übrigens durch die Tätigkeit von weißen Blutkörperchen entstehen. Das habe ich also so oft beobachtet, dass ich das wirklich sicher sagen kann. Die weißen Blutkörperchen fressen Säure. Das sind richtige Kristalle, die hier im Blut übrigens entstehen. Also Harnsteine entstehen immer erstmal im Blut. Da seht ihr sie. Weißen Blutkörperchen fressen Radikale und Säuren und andere Schmutzstoffe. Dann werden sie weiß und denaturieren. Sie werden also sauer, fallen im pH-Wert um und verkalken und dann bilden die erst solche Schlacken. Das ist also das Werk des Immunsystems, was leider überlastet ist. Ihr denkt jetzt natürlich, ja, das sind jetzt Extrembilder, aber ich kann sagen, leider oder je nachdem, dass diese Bilder so sehr häufig vorkommen. Also, Veränderungen der Blutzellen. Da haben wir jetzt hier nur einzelne Beispiele. Das wäre sonst viel zu viel. Ich brauche außerdem noch ein bisschen Stoff für die nächsten Webinare. Das sind hier Verklebungen des roten Blutes, wo richtig solche Hohlräume entstehen. Und ihr seht, dass die roten Blutkörper so beschädigt sind, dass die hier richtig verbappen, verkleben. Das hier sind die weißen Blutkörperchen, die hier den Zustand haben, den ich schon beschrieben habe. Die haben jetzt zu viel Säuren fressen müssen. Sonst sieht man da gar nicht viel, aber die zeigen, dass sie hier zu hell werden und dann eben ab einem bestimmten Zustand absterben. Und das ist das Problem, dass sie dann letztendlich solche Schlacken bilden. Physikalisch kann ich das so erklären: Die weißen Blutkörperchen, die gerinnen, die umschlagen im pH-Wert, die sauer werden und kristallisieren, die bilden dann ein eigenes Magnetfeld, einen eigenen Magnetkern. Und deswegen lagern die sich gerne einer nach dem anderen an diese kleinen oder großen Felder an. Und letztendlich entstehen dann erst die Schlacken, dadurch, dass ich da noch anderes, also ähnlich wie so in einem Fluss, also so ein Geflecht aus Baum, Treibholz und kleinem Astwerk und anderen Dreckplastikflaschen und so weiter. Das ist jetzt ein anderes Beispiel für Stoffwechselstress. Ihr seht hier, Cursor ist noch da. Da seht ihr zum Beispiel so ganz feine Fäden, wie so Spinnweben. Nein, das ist kein Pilz. Das sind einfach so Fibrinverdichtungen, also so Art Radikalenfelder in der Blutflüssigkeit, so leichte Ausfällungen, die sich so ganz wenig ergeben kann oder auch systemisch hier solche großen Felder, die dann letztendlich so auch flächenhaft sauer werden, dass wiederum das rote Blut sehr stark beschädigt wird, die weißen Blutkörper und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt, das ist gar nicht wichtig, ich habe jetzt nur mal ein Beispiel aufgeschrieben, wie man auf das Blut hier reagieren könnte, mit Darmsanierung, Zeodünn ist ein Säurebind und so weiter. Das ist nur mal als Beispiel. Werden wir noch alles besprechen. Auf Deutsch, Aufgabe ist es jetzt, Stress reduzieren. Stoffwechselstress entsteht meistens durch Überfütterung, weniger durch Mangel
und Antioxidantien auffüllen. Nochmal ein Beispiel, nehmt das jetzt nicht so eng, das sind nur einzelne Dinge. Oh, jetzt wird es aber doch wieder heller hier. Blutverschlackung und Übersäuerung. Ne? Haben wir hier solche Schlacken, das haben wir schon ein ähnliches Bild gehabt. Dann hier solche Blutverklumpungen durch diesen Stoffwechselstress. Hier richtig ein Stressstraße, würde ich sagen, ein flächenhaftes Gebilde aus Säuren und Radikalen, wo eben die weißen Blutkörperchen auch angelockt werden, aber dann hilflos überlastet sind. Es gibt also Bilder, wo richtig einer nach dem anderen hier von den weißen Blutkörperchen aktiv ist, aber letztendlich dann dort eben wie in einem Sumpf ersticken. Das ist hier zum Beispiel bei diesem Blut ein Beispiel, wie das im Mikroskop dann in Hautgeschabsel aussehen kann. Das richtig geronnene Fette und abgestorbene Substanzen eben einfach über die Haut entgiftet und ausgeschieden werden. Befehl ist, wäre jetzt zum Beispiel entgiften, entsäuern. Blutverklebung, Dissoziationen heißt Hohlraumbildung im Blut. Ne? Das seht ihr jetzt richtig heftig hier. Wie also das Blut verklumpt und dann eben diese Hohlräume entstehen, wo auch die weißen Blutkörperchen dann bei diesem schweren Stadium richtig aus dem roten Blutstrom abgedrängt werden. Das heißt, die sind auch orientierungslos. Die finden nicht mehr ihren Weg, weil dafür brauchen sie die Kommunikation mit den roten Blutkörperchen. Das heißt, hier können sehr viel weiße Blutkörperchen vorhanden sein. Die sind aber nicht zielgerichtet, weil sie letztendlich die Orientierung verloren haben durch Beschädigung des Blutstroms. Ganz interessant, ne? Es gibt Hunde, die haben dann, oder Menschen, ist wurscht, die haben dann eine hohe Leukozytose, also sehr viel weiße Blutkörperchen. Aber man fragt sich, warum nutzen die jetzt nicht viel? Und da haben wir schon manchmal im Blutbefäll dann eine der Antworten. So, diese wunderbare Abkürzung heißt autoimmunbedingte Thrombozytopenie. Brauche ich euch auch nicht merken. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Thrombozyten des Blutsystems. Da gibt es also Gerinnungsstörungen, es gibt Blutungen in der Unterhaut zum Beispiel oder im Auge. Und das können wir im Blutbefäll dann sehen, ein bisschen, warum jetzt, also von welchem Hintergrund es eventuell herkommt. Und das sind hier zum Beispiel Leberinseln oder solche radikalen Felder, die richtige, so Symplasten nennt man die, also so richtige Gebilde durch Gerinnung bilden, die dann letztendlich wiederum den Blutstrom verändern und sich in Kapillaren, Blutgefäßen, in kleinen Blutgefäßen ablagern können, die verstopfen können. Und das Bild zeigt, dass vornehmlich die Leber daran beteiligt ist. Ist ja logisch, die Thrombozyten haben etwas mit der Leber zu tun. Und da kannst du eventuell bei dieser Erkrankung, außer bestimmten Werten wie Globuline und so weiter, kannst du eventuell im Blut gar nichts erkennen, außer vielleicht eine Thrombozytopenie, also eine Verarmung an Thrombozyten. Und dann aber ein Blick ins Dunkelfeld, okay, das könnte den Hintergrund dazu bilden. Das heißt, ein kleiner Schlüssel ist, wäre zum Beispiel in dem Fall, dass ich auch was für die Leber tue. Ja, ich hoffe, ihr findet es nicht so langweilig. Ich habe schon jemand gähnen hören. Ach so, nein. Es war ein Husky draußen im Auto. Was habe ich davon? Ja, es interessiert euch nicht so. Also mich, ich habe sehr viel davon. Ich liebe das förmlich und ich habe inzwischen tausende von Dateien, weil das immer wieder eine begeisternde Sache ist, im Dunkelfeldmikroskop nachzuschauen. Es ist eine Zusatzdiagnostik. Ne? Es bildet die Hintergrundsoftware nahezu aller Funktionsstörungen, nicht aller. Es gibt mir abrundende Sicherheit der Einschätzung. Ja, wenn ich nicht genau weiß, und das ist meistens so, genau, dann schaue ich halt noch ins Dunkelfeld, weil das geht schnell. Und da habe ich immer noch mal so ein paar Hintergrundinformationen. Dann allerdings bei mir jetzt selten allein, oft mit weiteren analytischen Ergebnissen. Logisch, klar, Röntgen wird nicht aussterben oder CT oder keine Laborwerte, sondern eben dann doch meistens auch zusätzlich. Was ganz wichtig ist, für mich persönlich, ist, dass ich durch Dunkelfeldmikroskop so richtig erlebt habe, immer wieder oder immer wieder erlebe, wie wunderbar die Natur ist, also wie wunderbar der Körper funktioniert. Und das ist für mich eigentlich das immer wieder Neue. Morgens die singenden Vögelchen anschauen und anhören und
mittags noch ins Lungenfeldmikroskop schauen, Respekt vor der Natur, ich muss weitermachen, jawohl. So, also jetzt betrifft es immer noch, was ich davon habe. Ganz kleine Beispiele. Fieberschübe, ja, die Hunde, die kriegen dann Medikamente natürlich gegen Fieber. Aber warum hat er das Fieber? Ne? Bei Schapais ist das gerne, die haben das oft oder gerne. Hier sehen wir die Faszienverspannung, Magenblock. Ihr habt ja das Webinar über die Magengesundheit alle gesehen und auswendig gelernt. Hier Magenaufgasung, Kolon, also Darmaufgasung. Und das ist jetzt zum Beispiel das Lungenfeldmikroskopbild. Da erkennen wir riesige radikalen Straßen. Und der Hund kann noch so viel Fieber bekommen. Er wird nicht seine weißen Blutkörperchen gezielt lenken können zu den Aufgaben, die er eigentlich machen sollte, die es eigentlich machen sollte. Warum? Weil das einfach total überlastet ist. Das ist die Antwort. Die Antwort gibt es also jetzt klassisch nicht, außer im Röntgen. Da kann man gewiss sehen, wo diese Radikale entstehen. Aber hier sehen wir, okay, Fieber ist etwas ganz Gutes vom Körper. Ja, es ist eine eigene Hyperthermie, aber die kann letztendlich nichts nutzen. Und vor allen Dingen, wir dürfen sie nicht unterdrücken mit Antibiotika oder Entzündungshemmern. So, zweiter, warum nimmt ein Hund ab, obwohl er sehr viel frisst und immer mehr frisst? Wenn wir das sehen, auch wieder das Röntgenbild, klar, generelle Aufgasung im Magen und Darm, das ist jetzt bei 80, 90% der Fälle eigentlich der Hintergrund, der bildhafte. Aber im Dunkelfeld, vollkommen logisch, wenn die Darm- und Magenschleimhaut von solchen riesigen Symplasten und Kristallfeldern durchsetzt ist, wird sie natürlich schwach und kleiner und kann selbstverständlich auch die Nahrung nicht mehr aufnehmen. Übrigens auch die Bauchspeicheldrüse. Die Milz auch. So. Nierenerkrankung, ja. Ein Hund, wenn das ist jetzt zum Beispiel richtig, da haben sich die Stressfäden so verdichtet, dass wir von einem Candida-Bild sprechen können. Es ist also nicht definitiv Candida, sondern ich kann nur Hinweise aus dem Blut erhalten, dass hier der Pilz im Körper eine gewisse Organisationshintergrund bildet. Hier haben wir die weißen Blutkörperchen. Die sind hier hilflos überfordert, weil diese sogenannten Candida oder sauren Felder, weil die abstoßend sind. Und hier übrigens rote Blutkörperchen richtig aufgefressen werden. So. Dass hiervon die Nierendurchblutung blockiert wird, können wir uns locker vorstellen. Und dass wir den Erkrankten nicht an seine Niere gesund machen können, wenn wir das nicht berücksichtigen, ist auch logisch. So, wir erkennen also, wie Laborwerte besser differenziert werden können. Also Kreatinin, Urea, Harnstoff, also Nierenwerte sind halt hoch. Ja gut, klar. Blöd, jetzt was machst du Infusion? Und oder gibst du dies und jenes Homöopathikum oder Pflänzlein? Aber das Dunkelfeld gibt uns ganz viele Hinweise, was wir jetzt richtig sinnvoll auch zusätzlich machen können. Übrigens auch, wie die Erkrankung überhaupt entstehen konnte. Das müssen wir uns ja immer fragen. Warum die Nieren sind so fleißig? Warum kriegen die jetzt plötzlich da Schwierigkeiten? Und welche Vitalstoffe, Medikamente und Nosoden wir für die Sanierung neben weiteren Therapiemaßnahmen natürlich einsetzen können oder sollten. Migräne, Kopfschmerzen, ah, das gibt es viel. Also nicht nur beim Menschen, sondern auch eben beim Hund, ganz klar. Und das ist fast immer das typische Bild dafür, dass die roten Blutkörperchen flächenhaft verkleben dadurch und dick werden, also richtig dickes Blut, dadurch die Sauerstoffversorgung des Gehirns beeinträchtigt wird. Auch die Überträgerstoffe für Nervensubstanzen werden dadurch gehemmt und dadurch entsteht eben auch zum Beispiel Migräne, also Kopfschmerz oder Genickschmerzen oder auch Depressionen. Da habe ich jetzt nochmal so ein Beispiel, was man da jetzt zum Beispiel direkt dafür oder dagegen machen könnte. Moderne Symptome wie Rückwärtsniesen. Als der erste Hund mal vor 2, 3 Jahren kam mit Rückwärtsniesen, habe ich überhaupt nicht gewusst, was das ist. Das erfinden dann die Diagnostiker so, ah ja, klasse, der schnorchelt so rückwärts und dann verschluckt er sich manchmal, also nennen wir das jetzt Rückwärtsniesen. Da gibt es doch sicher auch noch ein Medikament dagegen. Die Rückwärtsniesampullen. So, da sehen wir Säuren, also Schlacken, Verklebungen. Solche Lungeninseln in der Form, also Formen von
Verklebungen roter Blutkörperchen, die eine richtige geometrische Struktur haben. Ich nenne das Lungen. Guck mal hier, wie schön bildhaft. Sieht aus wie eine Lunge. Und dann eben, weil der Magen betroffen ist, ihr habt das Magenwebinar gesehen, hier diese riesigen Gasblasen, die den Blutstrom auseinander drücken und letztendlich die Informationsregulationsfähigkeit sehr stark beeinträchtigen. Wir sind immer noch bei dem Thema, was ich jetzt davon habe. Und das wollte ich euch nur kurz zeigen. Guckt mal hier. Der Hund hat hier eine Zubildung an der Pupille. Übrigens auf dem anderen Auge auch. Ich habe nur das fotografiert. Und ja, woher hat er sowas? Ist das denn jetzt ein Melanom gleich oder nur eine Zyste? Wie willst du das rauskriegen? Muss das Auge rausnehmen? Kann man ja dort keine Biopsie entnehmen. Also ich kann es nicht. So, Mageninseln, hier solche Gasblasen, dann hier typische Verklebung. Ich würde mal Leberinseln sagen, mit den Gasen wiederum und solche kristallinen Denaturierungen. Ja. Und dann haben wir jetzt noch den Energieweg, das können wir uns ja einfach merken. Leber öffnet sich ins Auge und die Pupille zum Magen. Pupille, Magen. Leber, Auge. So, jetzt kann man eben das auch, die Erkenntnisse des Dunkelfeldmikroskops verwerten, ummünzen zu ganz einfachen Dingen, dass er statt zweimal täglich, morgens nur einmal täglich zu fressen bekommt, damit nachts die Leber sich besser erholen kann und der Magen, dann Vitalstoffe. So, und dann heißt es nicht Operation, sondern das Auge, das ist jetzt 5 Wochen später, 4 Wochen später. Ich zeige es nochmal in groß. Das ist das schöne, saubere Blut. Keine Tricks. Und Magen öffnet sich im Auge? Nee, nee. In mein Buch habe ich geschrieben, garantiert Leber öffnet sich ins Auge. Was richtig ist, ist die Pupille. Das geht, hat was mit den Nerven zu tun. Die Pupille ist Magen. So. So. Jetzt guckt mal an, was der Körper mit einem sauberen Blut veranstalten kann. Das war vorher. Ja, kannst du nicht genau differenzieren, was ist. Und das ist jetzt hier 4 Wochen später. Seht ihr, wie schön das hier abgegrenzt ist? Das hat der Körper selbst gemacht. Mit seinem sauberen, aktiven Blut. Und auf der anderen Seite ist das auch von der Pupille jetzt, hab da mit einer Spaltlampe, also so von der Seite aus reingeschaut. Und das ist insgesamt rund geworden. Sieht aus wie ein Rugbyball. So, das heißt, es ist einer Zyste geworden, beziehungsweise habe ich das so jetzt klarer im Visier. Keine Operation und gar nichts. So. Hautkrankheit, die Histaminose, da sieht man dann diese geronnenen Histaminfelder. Oh Gott, ich mache mal jetzt, glaube ich, Schluss. Verhautauffälligkeit wie Angst, Unruhe. Ist klar. Wenn das hier die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden soll, ist das vollkommen klar. Aber dass der Hund dadurch einen Mangel an Aminosäuren für sein Verhalten und für sein Gehirn bekommt, ist auch klar. Ganz kleiner Nebenaspekt ist, dass ich viele Dunkelfeldbilder von Hund und Frauchen und Herrchen zum Beispiel, also von Hund und Mensch mache. Man weiß schon lange, dass sich die Information der Bakterienkultur und des Blutes, dass die übertragbar ist. Wir stecken also einen Hund eventuell an und der Hund uns auch. Hier ist dann ein bildhaftes Beispiel von einem Fall, wie sich dann die Dunkelfeldbilder auch manchmal ähneln können. Das ist irre aufregend. So, Verdauungserkrankung, so, das ist schon wieder ein Fall. Und nur mal als kleiner Hinweis, dass es Fälle gibt, und zwar nicht wenige, wo du eigentlich von den Blutwerten keinerlei Hinweis hast, was da los ist. Ja, das sind die Blutzellen, das sind die Organwerte, sagt jeder Fachmann oder Fachfrau, sagt hier mit Recht. Der Hund hat nichts, das ist alles okay. Aber warum ist er dann schwer am Magen krank geworden? Ne? Ja, mal ins Dunkelfeldbild schauen. Aha, solche großen radikalen Felder, wie schon gewohnt, und solche Blut-Hohlraumbildungen. Klar, also wissen wir schon mal, zumindest mal, wo der Hase kräht. Nee, der Hahn hoppelt. Und was wir erstmal als ersten Schritt einfach mal versuchen können, das sind ja keine schädlichen Sachen, sogar Gelenkerkrankungen, Arthrosen, ne? Die haben dann solches Bild hier, Wachstumsstörungen bei jungen Hunden,
Es gibt keine Wachstumsstörung bei Junghund wie Short-Ulna oder Osteochondrosis, die du nicht im Dunkelfeld auch irgendwo flankierend erkennen und auch eben daraus behandeln kannst. Gehirnerkrankung, das ist ja Wahnsinn. Steroid-Responsive-Meningitis, das ist eine Meningitis, die eben nicht therapierbar ist, man weiß ja nicht, wo sie herkommt, sondern nur auf durch Cortison unterdrückbar ist. Ja, aber du kannst ja ins Dunkelfeldmikroskop reinschauen. Dann schaffst du es vielleicht doch. Verstehen von rein und über, das war für mich auch wichtig, dass ich erkannt habe, dass nicht jede Erkrankung eine Krankheit ist, sondern dass viele, viele Organismen einfach nur überlastet sind. Die Uhr ist Ohrseeboerö, Kippohren, das ist jetzt meine Katze. Ja, das Ohr ist so beschädigt worden durch chronische Erwärmung, dass es abgeknickt ist. So, und dann sieht man im Blut solche Dinger hier. Das ist das Blut, ja, die geronnenen weißen Blutkörperchen. Und das ist jetzt zum Beispiel das Ursekret. Da kommen diese Dinger dann über die Schleimhaut, werden die entgiftet. Und jetzt wird es noch härter. Die hat auch tränende Augen gehabt. Augentränen. So, und da haben wir auch sowas. Das heißt, Tränensekret legen wir unter das Dunkelfeldmikroskop, da sehen wir das erste Mal im Blut, da entstehen sie, da gehen sie ins Ohr und da gehen sie über die Tränen ins Auge und reizen da eventuell auch so, dass eine Keratitis entsteht. Das heißt, letztendlich viele, viele Syndrome sind gar keine Krankheit, sondern sind die Folgen unseres Missmanagements und unserer Fehlhaltung und Fehlernährung. Angst, Psychosen. Wenn ich jetzt mal Gesundheitsdiktator werde, werde ich wahrscheinlich nicht, aber dann schreibe ich vor, jeder Psychologe und Psychotherapeut muss ein Dunkelfeldmikroskop haben, weil man, da kommt man herrliche Hinweise, zumindest mal, was man auch auf demselben Wege schon mal erkennen und auch machen kann. Ja, auch bei Tumoren. Ich analysiere inzwischen jeden Tumor, den ich operiere, auch unter dem Dunkelfeldmikroskop, den Gewebssaft. Und da kriegst du doch die verrücktesten Dinge zu Gesicht. Das ist zum Beispiel Tumorsekret unter dem Mikroskop, ja, eines Knochentumors. Nicht zu viel erzählen, aber das sind eben Derivate, geronnene, auch weiße Blutkörperchen. Übrigens, im Knochentumoren werden von weißen Blutkörperchen gemacht, Osteoklasten und Osteoblasten. Ja, das heißt, hier sind auch im Sekret des Tumors sind eben auch Verunreinigungen und Symplasten und kaputte weiße Blutkörperchen, die aber dort immerhin noch was tun wollten, zu sehen. Ach, ganz klar wieder Gase, Magen- und gestörte Magen-Darm-Schutzschichten und solche riesigen Dinger. Das heißt, auch bei Tumoren ist es immer sinnvoll oder bei Krebserkrankungen einfach mal danach schauen und auch vor allen Dingen auch nachher kontrollieren. Exkurs. Was braucht jetzt ein Organismus für seine Gesundheit und Fitness? Er braucht die Bewegung. Ihr kennt das aus dem Gelenkseminar, Webinar. Bewegung bildet elektrische Kräfte. Der Magen bildet die myomagnetischen. Die Darmflora, Regulation, Information, Immunsystem. Das starke Mikrobiom sind die Schutzschichten, die führen zum sauberen Blut. Auch logisch. Kluge Ernährungsstrategie, Energie ohne Nebenschädigung, also richtige Versorgung der Zellen und Mitochondrien, Vitalstoffe, Licht, sauberes Wasser und Luft. Das braucht man für Gesundheit. Und was wir brauchen wir Erkenntnisse? Jetzt zum Beispiel, wenn wir das Dunkelfeld nachschauen, knappen Vorbericht, Energiezusammenhänge, exakte Bilder, wenn wir sie haben oder wenn wir sie uns geschickt werden oder wir machen sie selbst, präzise Bluten, Laborwerte, die Histologiebefunde. Viel Erfahrung und das Mikroskop logischerweise. So, jetzt ist das Wichtigste, was habt ihr denn davon? Ihr habt davon die hohe Informationserklärungs- und Kommunikationsdichte. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wirklich viel dadurch zu verstehen und auch letztendlich euch weiterzuarbeiten. Immer wieder halt daran teilzunehmen, was zu lesen oder was zu hören und dann immer mehr Wissen über den Körper darüber zu erlangen. Preiswert. Klar verständliche Entscheidungshilfe auch. Ne? Soll ich den Hund erstmal oder soll ich ja, jemand anders erstmal operieren oder soll ich vielleicht erstmal das Blut sauber machen? Ihr werdet zum Regisseur. Und natürlich, jeder, der daran Interesse hat, ich suche natürlich ganz stark nach Partnern, die das
in ganz Europa auch mitmachen, die ein Dunkelfeldmikroskop erwerben oder schon haben und dann eben damit beruflich oder einfach nur so als hobbymäßig damit arbeiten oder einfach mir einfach eine Probe von einem Organismus schickt und mit vorbereitet und ich schaue sie mir dann an. Ihr habt auch davon, dass ihr zum Beispiel ganz einfach mal erkennen könnt, warum euer Hund Kot und Dreck frisst. Ja, zum Beispiel hier diese radikalen Straßen, immer die typischen Bilder, Magen und so weiter, groß beschädigt. Ein ganz normaler Hund, der zweimal täglich Kroketten gefressen hat, aber dann eben auch einen möglichen Anamnesekram. So, ihr seht aber auch, warum ein Hund Energieverluste, Anämie, Müdigkeit erhalten kann, obwohl er eigentlich nicht krank ist. Gase und so weiter und so weiter. Das sind jetzt richtige Mageninseln. Das war auch ein normaler Hund. Zweimal täglich Flockenmix, einmal pro Woche dann Barf. Da sind etliche Stressfaktoren eventuell versteckt dahinter, die eben das Blut so beeinflussen und dadurch zerplatzen einfach zu viele rote Blutkörperchen. Das ist vollkommen normale Erklärungsweise. Führt dann eben zu einer Anämie und auch zum Energiearmut. Rotenentnahme, Versand. Mensch, vorher sauber abwaschen. Pieks. Ersten Tropfen verwerfen, in den Tupfer rein und den zweiten auf den Objektträger fallen lassen. Also nicht draufquetschen, sondern so abperlen lassen, habe ich geschrieben. Dann das große Deckgläschen. Was dabei ist, das sind keine, das ist ganz wichtig, keine normalen kleinen Deckgläschen, die sind zu klein, sondern ein großes Deckgläschen, was ich dann mitschicke, das habt ihr dann alles in dem Päckchen, das eben hier sanft auflegen, also einfach drauflegen, es schließt sich sofort ein Vakuum und das Deckgläschen saugt sich dann an. Hier mit dem Bleistift, besser als Filzstift, Bleistift, den Namen drauf, dann in den Container und dann irgendwo hinschicken, wer das anschauen kann, am besten zu mir, sage ich mal. So ein bisschen Eigenwerbung. Und beim Hund kann man das einfach so machen, dass man das natürlich venös nimmt, dass man die Krankenschwester bittet oder einen Fachhund, dass jemand ein also venöses Blut mit der Nadel nimmt. Das ist eigentlich immer das Beste. Aber man kann es auch aus der Urhandvene von hinten eine Taschenlampe leuchten, das hat die Frau Kreiser erfunden, mit der Taschenlampe durchleuchten, dann sieht man das Blutgefäß einfach von der Ohrvene genauso wie aus dem Finger nehmen. So, das kommt in einen Spezialumschlag, das habe ich nicht fotografiert und dann halt verschickt. So, was setzen wir ein für die Sanierung des Blutes? Und natürlich das Hintergrund ist logisch. Die Ernährung, da habe ich jetzt zwei Ausrufezeichen, eigentlich müsste ich 100 machen. Zweitens nur Soden. Das sind spezielle Medikamente homöopathischer Natur von Firma Sanum. Wenn ihr das genau wissen wollt, lest einfach mal, schaut euch die Seite von Firma Sanum an. Das ist eine deutsche Firma, die nur noch Soden herstellt. Hochintelligent, klasse, klasse. Ich weiß heute noch nicht, warum die so schön wirken, aber schaut euch mal im Internet an, was das ist. Das ist einfach sehr interessant. Das kann ich hier nicht alles erklären. Vitamine, ne? Vitamin D3, B12, Algen, ganz wichtig, Spurenelemente, Mineralstoffe, ganz logisch. Das sind die Dinge, die ja meistens dem Körper mit seinem schlecht organisierten Blut fehlen. Gewürze, Nahrungsmittel, dann mitochondrielle Nährstoffe. Ne? Was ist das zum Beispiel? Kurkuma ist gelber Safran. Dann natürlich Aminosäuren, Q10 und so weiter. Omega-Fette, Enzyme, fermentierte pflanzliche Substanzen. Da gibt es einen Haufen Substanzen, die ich letztendlich in der Form eben bei meinen Patienten, ob Mensch oder Hund, empfehle und eben auch anwende. So, Magen-Darm-Flora aktivieren, Heilpilz und so weiter. Ne? Steht ja alles da. Was der Hund davon hat, ja klar, ihm kann häufig viel besser, schneller und einfacher vor allen Dingen geholfen werden. Und große Teile der Medizin können allein durch Ernährung und Vitalstoffe gemanagt, zumindest mal flankierend werden. Mal ein Bild.
gibt uns auch die Möglichkeit, das haben wir ja schon gesagt, Sekrete zu untersuchen. Das heißt, Tränensekrete. Dadurch erhalten wir Rückschlüsse, ob es sich um eine echte Erkrankung handelt oder nur, was wir schon gesagt haben, um Überlastungssyndrom. Hier haben wir eine schwierige Keratokonjunktivitis. Ne? Die Säuren, die im Auge rauskamen, aus durch die Tränen haben richtig die Tränendrüsen kaputt gemacht und verätzt. So. Das ist das Blut unterm Dunkelfeldmikroskop. Könnt ihr euch vorstellen, wenn solche Dinger hier durch die Tränen auf das Auge rauskommt, dass das natürlich seine Folgen hat und auch die Tränendrüsen dadurch beschädigt werden. Ganz klar, aber nur eine Ahnung. Das ist die Gewissheit. Das kommt dann durch die Tränen raus. Das heißt, wenn ihr mir eine Probe schickt und ihr könnt tatsächlich auch eine Tränenprobe bekommen, das kann man einfach mit dem Q-Tip, ein bisschen feucht machen und dann einfach ein paar Tränen dazu und dann auf dem Objektregister ausdrehen. Klar, ich kriege dann auch Substanz, aber ich kann das unterscheiden, ob das Verunreinigungen von Q-Tips sind oder von den Tränen eben. Das kann ich ganz klar sehen inzwischen, nach vielen Jahren Übung. Das heißt, die Sachen kommen dann zu den Tränen raus, dann wird es logisch. Ich habe vorhin noch was gesagt, Respekt vor der Natur. Könnt ihr euch das anschauen hier? Das ist der Film, aber ich kann ihn leider hier nicht starten. Schaut ihn euch mal an. Auf YouTube ist das, habe ich mal. Das war Hund mit schwerer Migräne. Hier seht ihr, wie das Blut, die Gase, das rote Blut einzwängen, richtig sich hier reinzwängen, bildhaft, fast schon wieder Schmerz, sagen wir mal, in das rote Blut hineinkriechen. Dann diese radikalen Straßen. So, und das war wiederum mit Fütterung und Vitalstoffe, Korrektur und Gabe. Das war nach 5 Wochen und natürlich auch keine bis kaum Migräne oder Kopfschmerzen noch da. Das nehme ich jetzt nicht als Beispiel, wie genial irgendwas ist, sondern einfach als Respekt vom Hund oder vom Menschen oder vor der Natur, wie schnell ein Körper sich umorientieren und umorganisieren kann. So. Ach ja, Mensch, da bin ich aber gut in der Zeit hier. Aber ich glaube, das ist ganz gut so. Das nächste Webinar ist Ernährung bei Krebs, bei Mensch und Tier übrigens. Und es ist halt die Frage, ob ihr damit einverstanden seid. Wenn nicht, kann ja auch nichts dran. Nein, Quatsch. Dann könnt ihr ja mir ein E-Mail schicken. Und das habe ich so mal ganz einfach eine Internetseite gemacht für die entsprechenden Bilder. Und er schreibt dann mir halt hier drauf einfach ein E-Mail, wenn ihr vielleicht ein anderes Thema wollt oder eine Verbesserung für das Webinar, was wir jetzt gemacht haben, ein Fortlaufen. Also könnt ihr mir bitte eure Vorschläge schreiben. So, jetzt kommen wir mal zum Chat oder Chat. Vielen Dank, ist schon mal gut. Nein, wir fangen jetzt erstmal an mit der Diskussion. Ihr könnt jetzt gerne was fragen. Das war ja so vorgesehen. Und ich nehme mal hier die Ulrike. Was kann die Ursachen für zu viele rote Blutkörperchen sein? Eigentlich nicht, sondern die roten Blutkörperchen sind ja abhängig erstmal vom Knochenmark und zweitens mal von der Leber und Milz. Das Blut kann maximal zu dick sein, aber zu viele rote Blutkörperchen werden ausgeschieden, beziehungsweise da ist ein Regulationsmechanismus im Körper. Was immer oder häufig eine Rolle spielt, ist eben das dicke Blut. Und das entsteht dadurch, dass zu wenig Antioxidantien da sind, dass die roten Blutkörperchen zu klebrig werden und dadurch das Blut zu dick wird. Das ist eigentlich das Problem. Das andere Problem, wenn jetzt jemand sagen würde von euch, nein, ich habe das gelesen, es gibt tatsächlich auch zu viele rote Blutkörperchen. Das kann ich eben im Dunkelfeldmikroskop, wenn es das überhaupt gäbe, kann ich nicht erkennen, weil ich ja die nicht pro Einheit zählen kann und dadurch dann auf den Körper hochrechnen kann. Das macht eben die Blutmaschine, aber die zeigt hauptsächlich an, eben Hämatokrit und Hämoglobin zu hoch, heißt, dass das Blut zu dick wird und auch zu zähflüssig. So, oh, seid ihr nett. Laut Arzt ist der Wert über dem Normalwert. Dann wäre es jetzt wirklich interessant, welcher Normalwert. Ich sage jetzt mal,
meine Vermutung, dass es eben der Hämatokrit-Hämoglobin ist, dass es also dann letztendlich nicht zu viel rote Blutkörper sind, sondern dickes Blut, verklebtes Blut. Nur eine Vermutung. Hämoglobin, ja klar, da wird der Darm, der Hämoglobin, Hem heißt das Blut, ja. Und ja, wir können das so daran sagen, dickes Blut hat was eben mit den roten Blutkörperchen zu tun und das mit der Leber. Daraus kommt der Begriff der Melancholie. Melas heißt dunkel, zähflüssig, allerdings ein Doppelbegriff. Ja, bei den Griechen, die waren ganz schlau. Zähfließend, dunkel. Und Hercholé heißt das Blut und es heißt auch die Galle. Das heißt, wenn die Leber zu heiß wird, wenn die zu aktiv wird, dann leitet die Gallenblase bildhaft nach der chinesischen Medizin die Energie aus. Das geht eben oft übers Blut, dass es zu dick wird, zu wenig Sauerstoff enthält. Und das geht in die Birne. Warum? Weil hier der Gallenblasenmeridian ist und hier hinten ein Schutzpunkt ist auch vom Gallenblase. Gallenblase 20, der heißt nicht umsonst Funze, Feng Shi, das ist die Pforte des Feuers. Das heißt, wenn das Feuer zu viel in den Kopf rein wird und hier Schmerz und Pochen entsteht, dann macht der Punkt hier zu, weil er nämlich nicht diese ganze Hitze in den Kopf reinlassen will, letztendlich, weil er eine Schutzspannung macht. No? Das ist so, sag mal, das bildhafte Beispiel für dickes Blut und für Schmerz, für Stagnation, aber auch für Sauerstoffarmut und vor allen Dingen für Nährstoffarmut. Ne? Gib dem Blut Nährstoffe, mach's Blut sauber, aktiviere die Leber und dann hast du da eventuell auch im Labor einen anderen Blutwert. Extrem laufende Augen nach Entgiftung mit CO, Trialgo, Immun B12. Ja, das ist ganz interessant. Vielen Dank. Das würde jetzt zum Beispiel heißen, dass man, wenn es so stark ist, wenn der Körper so übersättigt ist, dass man einfach tatsächlich ein, zwei Tage Fasten. Ja? Extrem laufende Augen bei Entgiftung heißt, der Körper muss immer noch mal da zu viel raushauen. Das heißt Intervallfasten. Ne? Zum Beispiel 2 Tage Fasten, 3 Tage nicht so viel essen oder füttern, dann noch mal 2 Tage Fasten. Das ist ein ganz probates Mittel, um diesen Umweg über die Augen nicht gehen zu müssen. Aha. Wie sieht es auch bei Migräne und Menschen? Das habe ich ganz oft. Also Migräne habe ich sehr oft und interessanterweise habe ich oft bei Hunden, die Migräne haben, auch bei den Menschen das gleiche oder ähnliche Dunkelfeldbilder. Man kann Migräne eigentlich, die Chinesen können das halt am Antlitz und der Zunge und so weiter, aber letztendlich westlicher Funktion wüsste ich nicht, wie man das besser untersuchen könnte als durch das Dunkelfeldmikroskop. Also Migräne, Schmerz, Kopfschmerz bis hin zu Depression, Dunkelfeldmikroskop. Spitze. Na? Zumindest mal kriege ich eindeutige Hinweise, was ich schon mal tun kann, was ich probieren kann. Und da das Probieren auf ganz legalem Wege ist, ich kann doch bei Migräne probieren, das dunkle Blut aufzubessern mit Braunalgen zum Beispiel. Na? Oder mit Vitamin B-Komplex oder Vitamin B12. So, wenn das damit besser wird und ja, ich mache vielleicht noch die passenden Algen dazu, so dann weiß ich schon, wie ich mir selbst auch langfristig vor allen Dingen helfen kann. Ulrike, schon wieder. Mensch, du bist aber eifrig. Sehr gute Fragen. Wie merkt man, ob ein Hund Migräne hat? Ja, wenn du mit dem Finger nur in die Nähe kommst, nur über dem Auge, und da fällt an zu blinzeln, da hast du schon so eine Energie. Ja, ja, fängt er ja schon an zu spielen hier. Zweitens, wässrige Augen. Drittens mal, die kriegen hohle Schläfen. Jetzt muss ich mal, wie ist denn das hier symmetrisch so? Hier verläuft der Gallenblasenmeridian und die Hunde, die hier, die kriegen richtige eine Kaumuskelatrophie. Das heißt, der Kaumuskel hier, selbst wenn der Hund so dicker wird, wird er hier dünner. Das heißt, man kann oft unter dem Kaumuskel hier richtig den Kopf fühlen, also den Knochen fühlen, weil der ausgehöhlt wird durch Überhitzung dieses Meridians. Und dann natürlich ein bisschen Genick fühlen noch, ob da das Genick verdickt ist. Und dann Verhaltensweisen, dass der sich doch mehr verzieht, also dass der manchmal schlechte Laune hat, dass der einfach nicht mehr so aufmerksam ist wie früher. Ne? Und vor allen Dingen die heiße, die warme Kopfoberfläche, das ist immer das deutlichste Zeichen. Ein Hund mit Migräne oder ein Mensch hat einen heißen Kopf und kalte Füße.
Das ist das Wichtige. Ich nehme jetzt mal von die Katrin, Ohrenschmerzen. Na klar, habt ihr ja das Beispiel vorhin gehabt. Ohrenschmerzen sind immer Ausleitungssysteme eines überlasteten Organismus. Hat meistens was mit den Nieren zu tun. Also da wäre jetzt zum Beispiel auch eine Diätetmaßnahme, einfach mal ein bisschen fasten, Ernährung umstellen, verbessern oder eben auch, wie gesagt, das Dunkelfeldmikroskop gibt einem dann wiederum Hinweise, ganz klar. Auch mit Entzündung, das ist egal. Die Entzündung ist nie im Ohr. Natürlich könnt ihr auch Menschenblut schicken, logisch. Ich bin auch Heilpraktiker für Menschen, das seht ihr auf meiner Seite. Ich mache auch alles, auch von einem Elefanten oder von einem UFO oder von einem Molch. Ich untersuche also jedes Blut, wenn ich es bekomme. Ja, ich habe sogar von einer Ratte schon Blut untersucht. Moment, ich war jetzt noch mit an. Auch mit Entzündung, ja, Daniela. Natürlich, eine Ohrentzündung ist niemals selbst, also es ist nicht doch so, die Ohrschleimhaut ist total stark und aktiv. Ja? Und die Stoffe, die da beschleunigen, das lokale Immunsystem, da ist übrigens Ohr, das ist so stark, dass eine Ohrentzündung durch Bakterien, was wir uns immer so vorstellen, Blödsinn ist, das kann nicht passieren, selbst wenn der Hund da dreckiges Wasser drin hat. Das Ohr ist ganz, ganz stark, es sei denn, die lokalen Immunsysteme und die Flimmerhärchen werden zerstört. Die Flimmerhärchen gehen zum Beispiel kaputt durch zu viel Säuren, die über die Ohrschleimhaut ausgeschieden werden. Ja klar, dass dann eine Entzündung irgendwann resultierend dazukommt, ist klar. Wir können sie aber langfristig nicht bekämpfen oder erfolgreich bekämpfen mit Antibiotika. Das geht halt mal 2, 3 Wochen gut oder 4 Wochen oder auch länger. Aber letztendlich kommt eventuell später halt eine Quittung dafür, dass wir das lokale Immunsystem noch mehr beschädigt haben. Aha. Welchem zeitlichen Abstand, Erika? Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn ich routinemäßig machen würde, dann würde ich immer bei einem gesunden und einmal im Jahr machen oder Menschen. Und wenn einer so fast gesund ist, würde ich es zweimal im Jahr machen. Also wie eine Kotprobe. Aber, beim Hund jetzt. Aber ganz interessant ist ja die Behandlungsfähigkeit. Das heißt, man kann das Dunkelfeld bei Kontrollen kann man relativ zügig untersuchen und feststellen, ob das jetzt einen Sinn macht, was wir machen oder nicht. Ich habe schon, Entschuldigung, ich habe Dunkelfelder gehabt, da habe ich dem Hund eine Spritze gegeben und habe einfach zum Versuch eine Viertelstunde später, also eine Homöopathische zum Beispiel, habe eine Viertelstunde später auch mal bei einem Antibiotikum, das ist interessant, und habe eine Viertelstunde später das Blut abgenommen und siehe da, schon da erkennen wir einige grundsätzliche Veränderungen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Problem hat, würde ich immer sagen, bei Menschen 6 bis 8 Wochen. Da dauert es einfach länger. Menschen sind auch sehr unvernünftig, bis die mal ihre Ernährung umgestellt haben. Okay, also 6 bis 8 Wochen. Und beim Hund, wenn der jetzt richtig erkrankt ist, würde ich schon 3 bis 4 Wochen sagen. So, Sabine, Moment. Wenn der Hund bei der Behandlung von Entgiftung und Darmsanierung und homöopathische Krebstherapie anfängt, mit viel Juckreiz, ja. Gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Haut muss als Entgiftungsorgan auch herhalten, oder eben es ist einfach ein bisschen zu viel. Ich würde es auf jeden Fall erstmal Vitamin B-Komplex und D3 geben. Beim Hund wäre das das Dermadünn. Und Algen auch. Und wenn es dann dabei direkt besser wird, ist es einfach doch ein leichter Mangel von der Haut gewesen. Jetzt geschafft, in Ruhe für deinen. Seit Monaten Ruhe. Ja, klasse. Alles klar, Beate. Dann soll es auch so bleiben. Ich zitiere es jetzt nicht, weil es erfolgreich ist, sondern einfach, weil es mir gerade jetzt sehr gut gelegen kommt mit dem Hilfepilzen und so weiter. Ja, wunderbar. Gut. Das Tolle ist, wenn ein Hund oder ein Mensch, ein Organismus, sauberes Blut bekommen hat. Also wenn wir das geschafft haben und dann daraus auch gelernt haben, wie wir das hinbekommen haben, jetzt zum Beispiel durch die Ernährungsstrategie und das Beibehalten, haben wir die höchste Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit, dass das nachher auch so bleibt. Weil ein Körper, der das Gute gelernt hat, der vergisst es nicht so schnell. Genauso wie er das Schlechte gelernt hat. Ne? Ein Körper ist auch nur ein Mensch. Okay, danke. Moment. Die Karin, Antibiotika zerschießt den Darm, daher ein, jawohl, genau so ist das. Ja? Da ist auch zum Beispiel interessant, wenn jetzt Antibiotika gegeben werden, dann im Dunkelfeld auch nachzuschauen,
Kriegt der Organismus das hin? Macht ihm das nichts aus, außer was Positives, oder belastet ihn das zusätzlich? Ne? Also auch wieder ein paar Hinweise. Au, jetzt hier. Blutige Zahnfleisch. Die Ulrike ist ein Streber. Moment. Jetzt habe ich es weg hier. Wo war denn das jetzt? Blutige Zahnfleischentzündung. Also da jetzt hier, Ulrike, dauernde blutige Zahnfleischentzündung. Englisch Bulldogge. Na gut, Bulldoggen haben auch schon ein bisschen meistens vom Unterkiefer, also ein bisschen die Schwierigkeiten, aber letztendlich können wir uns ganz klar merken, Magen, Zahnfleisch. Magen und Milz, Zahnfleisch und Zähne, das heißt, das ganze Maulhöhle und die auch inklusive der Zunge wird beschützt und energetisch ernährt von dem Magen. Das heißt, wenn Zahnfleischentzündungen sind, Parodontitis, Parodontose, auch Zahnfleischwund, auch bei Menschen übrigens immer erstmal nach dem Magen gucken, was für den Magen tun und natürlich ins Dunkelfeld schauen, wie sich das äußert. Sabine, wie lange entgiftet man mit Zeodün? So. Zeodün ist unschädlich. Auf der anderen Seite resorbiert es ja auch noch einige Nährstoffe. Also ich würde mal sagen, 3, 4 Wochen, dann muss es auch geklappt haben. Im Maximalfall, ja, 4 Wochen. Ja. Wenn es dann gar nicht ausgereicht hat, dann muss man eben was dazu machen. Schwieriges Gebiss. Ja klar, kommt dazu. Letztendlich aber umso wichtiger, dass man weiß, warum auch das schwierige Gebiss unter diesen Faktoren leidet. Da, nee, ja, zusätzlich zum Antibiotikum nicht manueller, sondern lieber danach. Klar. So, Sabine, danke. Es war sehr schön. Yeah, Lob. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. Wenn ihr euch gefallen habt, dann könnt ihr mir eine gute Note geben in eurer Beurteilung. Vielen Dank. Also mir hat es mal wieder Riesenspaß gemacht. Monate, Wochen. Jetzt bin ich richtig in Fahrt, du. Dresden, das ist ja toll, Cornelia, super. Ich liebe Dresden, das ist wunderbar. Dem Streber Ulrike, das ist fantastisch. Habe ich jetzt auch noch Zuhörer und Mitmacher, die auch noch Humor haben. Klasse, klasse, klasse. Da bin ich jetzt noch mehr begeistert. So, Carola, verändert sich das Blut durch ein Traumaerlebnis, das danach folgend Ängste beim Hund auslöst? Schwer zu sagen. Ich sage es jetzt mal so. Eigentlich sind Hunde und Menschen sehr, sehr resistent gegen Stress, wenn sie gesund sind und unbelastetes Blut haben. Das heißt, wenn man jetzt Hinweise hat, jetzt nach einem Trauma, dass da vielleicht noch andere Faktoren, Energieräume im Blut sind, würde ich auch sagen, das sollte man erstmal die beseitigen. Ja, Symplasten und so weiter, diese ganzen Licht- und Räuber. Zu eliminieren versuchen, weil die könnten dahinter stecken, dass das Trauma so schlecht verarbeitet wurde. Letztendlich das Trauma selbst, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, im Dunkelfeld zu erkennen. Nur eventuelle Begleitfaktoren, aber vor allen Dingen Dinge, die ich auf jeden Fall schon mal tun kann. Aminosäuren, denk mal an die Aminosäuren, ne? Nervenmembran, Sauerstoffversorgung und so weiter und so weiter. Ich glaube, da kann man doch sehr viel erkennen und auch tun. Danke aus Lienz. Schön. Leifepflaster. Leifepflaster. Könnte ich nicht. Ich bin so dumm, ich weiß das gar nicht. Muss ich mal nachlesen. Kann ich mal nachlesen. Ich lese das ja nachher. Gut. Technische Probleme, das tut mir sehr leid. Ich habe das Seminar könnt ihr ja nachlesen. Da braucht ihr nachher nur, das wird ja jetzt bearbeitet von der Firma und das könnt ihr nachher jeden Tag einmal anschauen und dann auch auswendig lernen. Termin bei der Praxis warten, oft zu mir, wenn du kannst. Das geht ganz schnell. Danke, es war toll. Vielen Dank, sehr interessant. Für Spondylose und HD-Dauernfreiheit. Ja, auf jeden Fall. Freiheit ist nur positiv. Man soll auf der anderen Seite nie immer dauernd was geben, weil der Körper natürlich auch faul wird. Ne? Also das heißt immer mehr als Kur, auch wenn es unschädlich ist. Zur Information interessant. Anscheinend geht es noch irgendwie. Seid ihr überhaupt mit dem nächsten Thema einverstanden? Ich glaube, ne? Ich dachte, der schaltet automatisch ab. Nö. Also,
Ja, okay, Sabine, dann machen wir das so. Ich finde das saumäßig interessant. Ich kann nicht alles darüber sagen, was so die Fachleute alle wissen, aber ich kann zumindest mal auch zum Beispiel aus der Dunkelfeldbild, kann ich doch einige Faktoren schildern, warum und also was ich herausbekommen habe über die Ernährung bei Krebs und vor allen Dingen, wie das ist und wie man das ganz geschickt ummünzen kann, ohne jetzt Professor gut gemeint zu sein. Epilepsie, ganz klar. Es gibt eigentlich keine Epilepsie, sondern für mich, sondern eigentlich hauptsächlich nur epileptiforme Anfälle. Und da kann das Dunkelfeld uns oft wertvolle Hinweise geben. Gut. Oh, verdammt, ja, okay. Umso wichtiger. Alles klar. Carola, toll. Ja, vielen Dank für euer Lob. Ich bin selbst auch begeistert. Macht mir immer wieder Spaß. Und ich glaube, wir beenden es dann. So, wie kann ich denn das beenden überhaupt mal? Kann mir jemand sagen, wie ich das beende? So. Ja, okay, das war es jetzt also. Ich sage euch Tschüss, macht weiter so, seid tapfer und artig und Quatsch und gut gelaunt und wir sehen uns.